Jetzt sind wir weitergegangen hier auf der Eurobike und sind immer noch in der Bekleidungshalle und sind hier bei Ion gelandet. Neben mir, links neben mir, steht jemand, der einmal kurz sagt, wie er heißt, welche Funktion er hat. Und dann schauen wir, was Ion Neues hat. Servus, ich bin der Andi, ich bin bei Ion fürs Marketing im Bike-Bereich zuständig und freue mich, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. So, jetzt sehe ich hier schon einen tollen Schuh. Ihr habt immer gute Schuhe gemacht. Was ist denn jetzt an dem Schuh neu und vor allen Dingen besonders? Das ist der neue Raid Select, unser Topmodell im Flat-Pedal-Schuhbereich, den wir jetzt komplett aus Leder fertigen. Einfach weil Leder eine sauedle Geschichte ist, es einfach saulässig ausschaut. Style und Design spielen bei uns eine wichtige Rolle. Aber es ist mehr als das Aussehen bei dem Schuh. Wir haben die Sohle komplett überarbeitet. Einfach um den Grip an der Stelle noch einmal zu verbessern und gleichzeitig aber die Sachen, die uns bisher schon wichtig waren, nämlich direkte Kraftübertragung und ein präzises Gefühl aufrechtzuerhalten. Kommt jetzt mit einer überarbeiteten Gummimischung und einer weicheren Zwischensohle, weil immer nur an den Gummi zu denken wäre an der Stelle tatsächlich zu kurz gedacht. Es geht um die Mischung und ähnlich wie bei Getränken verhält sich die Mischung macht's. Darum nennen wir das ganze Pintonic-Konzept. Okay, jetzt hast du den Top-Schuh hier. Kannst du kurz sagen, wie viele verschiedene Schuhe es geben wird? Wir haben insgesamt jetzt 3 Flat-Pedal-Schuhmodelle und 2 Klick-Schuhmodelle für 2019 im Programm. Ja, jetzt ist das aber nicht die einzige Neuheit, sondern ihr seid auch in einen anderen Bereich neu eingestiegen. Worum geht's da? Und vielleicht gehen wir da einmal mal kurz rüber. Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Ruf in Sachen Protection. Deswegen steht es bei uns auch unter dem Motto Schöner schonen. Neue Ausgabe von Schöner schonen beinhaltet deswegen für 2019 eine Protection-Weste erstmals, also einen Rückenprotektor, den wir als Base-Layer-Teil anlegen, mit einem rausnehmbaren Sustec-Protektor auf der Rückseite, dann kann man das Ding waschen, man stinkt nicht, der Rücken ist geschützt, es sind hinten 2 kleine Taschen mit dabei, kann man Dinge verstauen und um sich auch vor diesen kleinen Gegenständen, die im Rückenbereich womöglich beim Drauffallen zur Verletzung führen können, haben wir auch die Rückentaschen abgepolstert zum Rücken hin. Ja, cool. Jetzt hängt da noch was du uns im Vorgespräch schon gezeigt hast. Worum geht's da? Und erklär uns da nochmal, können wir noch kurz rübergehen hier? Die Kamera schwenkt heute mit. Ja, Ion geht jetzt in den Weltraum. Wir haben Raketenwissenschaft verbaut und haben tatsächlich geschafft, ein wasserdichtes Trikot anzufertigen. Das ist eine Weltneuheit, eine Sensation an dieser Stelle. Geht tatsächlich darum, wenn man im Park unterwegs ist oder Ausflüge bei nassem Untergrund macht, braucht es nicht unbedingt immer eine Jacke, weil so ein wasserdichtes Trikot verzichtet auf Reißverschlüsse, keine Klettverschlüsse, wiegt dadurch weniger, hat ein kleines Packmaß und hält den Regen und den Dreck trotzdem safe draußen. Und es fässt sich auch ziemlich gut an von außen, kann mir vorstellen, dass der Dreck da auch sofort, das Wasser sofort abperlt. Ja, das hat eine 10.000er Wassersäule, deswegen muss man sich an der Stelle keine Gedanken machen. Atmungsaktiv ist es deswegen natürlich obendrein. So, jetzt da wir natürlich als Fahrradfahrer nie untenrum ohne fahren, gibt es sowas auch als Hose? Gibt es dann auch als Shorts in Schwarz. Und wer es mag, in Lila. Okay, ja, super. Andi, danke, dass du uns hier einmal durch die Ion-Welt geführt hast. Ja, Leute, ihr habt gesehen, hier gibt es auch wieder Neuigkeiten. Und der junge, freche Mann hier, der Andi, der kann auch ein lockeres Wort führen. Vielen Dank, dass ihr uns hier zugesehen habt. Und schaut alles weiter auf www.mtpnews.de. Schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr denkt. Und ja, wir sehen uns weiter wieder. Und bis dahin, danke und tschüss.